2018 feiert Luvos Heilerde Jubiläum. Vor 100 Jahren gründete mein Urgroßvater Adolf Just unser Familienunternehmen Luvos Heilerde-Gesellschaft. Er war ganz der Überzeugung, die Natur irrt nicht, sie hat immer recht. Für ihn war das der Leitspruch und die Heilerde war für ihn das beste Heilmittel der Natur. Gründer Adolf Just gilt heute als wichtiger Wegbereiter für die moderne Naturheilkunde. Er hat die bereits im Altertum bekannten Heilwirkungen von Erden wiederentdeckt. Am 15. Januar 1918 gründete Adolf Just in Blankenburg-Harz die Heilerde-Gesellschaft Luvos. Nach langer, aufwendiger Recherche fand Adolf Just, wonach er suchte: eiszeitliche Lösserde mit einer naturgegebenen, einzigartigen Zusammensetzung von Mineralien und Spurenelementen, die sich besonders gut für medizinische Anwendungen eignete. Er entwickelte auch Verfahren, um die Heilerde zu trocknen und zu verarbeiten. Er nannte sie Luvos Heilerde nach der Eiszeit Diluvium und setzte sie äußerlich in Form von Umschlägen, Verbänden oder Bädern, später auch innerlich ein. Sein Motto folgend produzieren wir seitdem Luvos Heilerde-Produkte ohne Farbstoffe, ohne Duftstoffe, als reines Naturprodukt. Heute ist die naturreine Luvos Heilerde aus der modernen Naturheilkunde nicht mehr wegzudenken. Ihre Anwendungen werden auf Grundlage 100-jähriger Erfahrung und neuer medizinischer Erkenntnisse fortlaufend weiterentwickelt. Als junger Mann hatte Just am eigenen Leib die Heilkräfte der Natur erfahren. Sein Buch »Kehrt zur Natur zurück« wurde ein Klassiker, der breites Interesse fand und in mehrere Sprachen übersetzt wurde. 1896 gründete er das Naturheilzentrum Jungborn im Harz. Adolf Justs ganzheitliche Philosophie vom Leben im Einklang mit der Natur basierte auf den vier Elementen Wasser, Licht, Luft und Erde. Die Wirkstätte von Adolf Just, der Jungborn, war seinerzeit das größte Naturheilzentrum Europas und Treffpunkt für Kranke und Gesunde auf der Suche nach einer naturgemäßen Lebensweise und nach Alternativen zur Schulmedizin. Heilerde-Anwendungen waren fester Bestandteil der ganzheitlichen Behandlung. Franz Kafka, Rudolf Steiner, Käthe Kruse, Marika Röck und Abgesandte von Mahatma Gandhi haben den berühmten Jungborn aufgesucht. Was wir heute unter Medical Wellness im Sinne einer gesunden, modernen Lebensführung verstehen, geht auf die Lehren von Adolf Just zurück. Nachdem Adolf Just 1908 die Jungbornanstalt seinem Bruder Rudolf Just anvertraut hatte, widmete er sich biologischer Landwirtschaft. Dann wandte er sich neu inspiriert erneut der Heilerdetherapie zu. So ist es Adolf Just zu verdanken, dass die Wirkungen der Heilerde die gebührende Anerkennung in der praktischen Anwendung und durch die Wissenschaft erlangten. Seit 1976 produziert das Unternehmen am Standort Friedrichsdorf-Köppern in Taunus. Zuvor hatte der Schwiegersohn des Gründers, Otto Köhler, das Unternehmen nach dem Zweiten Weltkrieg in Bad Homburg wieder aufgebaut, wo 1951 der Betrieb aufgenommen wurde. Am Gründungsort in der DDR wurde Luvos Heilerde bis zur Wiedervereinigung auch durch einen volkseigenen Betrieb hergestellt. Seit 2006 leitet Ariane Kästner in vierter Generation das Familienunternehmen in Friedrichsdorf. Das biozertifizierte Unternehmen ist Marktführer für Heilerde in Deutschland und bietet seine Naturprodukte auch international an. Die Nutzung der Heilerde für neue medizinische und kosmetische Anwendungsbereiche und die Ausrichtung des Unternehmens für Anforderungen des 21. Jahrhunderts sind ihr Erfolgskonzept. Natürlich stets im Einklang mit der Natur, gemäß Adolf Just. Das ist die Erde, die wir letzten Monat abgebaut haben. Die war bereits. Heute ist die Heilerde-Gesellschaft Luvos Arzneimittelhersteller und zugleich Bergbauunternehmen mit eigenem Lössvorkommen. Heilerde wird an sorgsam ausgewählten Lössfundstellen gewonnen. Anschließend wird sie mit modernster Technik schonend aufbereitet. Der naturreine Löss wird bei 130 Grad getrocknet, um mögliche Keime abzutöten. Danach wird die Heilerde vermahlen und in unterschiedliche Feinheitsgrade gesiebt, um die jeweils gewünschte therapeutische Wirksamkeit zu erzielen. So kann Luvos Heilerde überschüssige Magensäure neutralisieren.
Der hohe Feinheitsgrad sorgt für eine große Oberfläche, die schädliche Stoffe wie ein Schwamm binden kann. So ist Luwas Heilerde natürlich wirksam bei Sodbrennen. Zudem beruhigt sie den Reizdarm, kann Cholesterin aus der Nahrung binden und fördert die Entgiftung. Luwas Heilerde ist das einzige Arzneimittel in Deutschland, das mit dem Wirkstoff Heilerde gegen Sodbrennen und Durchfall zugelassen ist. Luwas Heilerde wirkt zudem als mineralischer Katalysator, der zellschädigende freie Radikale abbauen und den Organismus vor oxidativem Stress schützen kann. Wer Naturheilmittel herstellt, muss heute Forschung betreiben. Die Heilerde-Gesellschaft arbeitet mit einem Team von Fachärzten zusammen, um die therapeutischen Effekte der Heilerde wissenschaftlich zu untersuchen. Eine neue Studie zeigt, dass zum Beispiel Luwas Heilerde Immutox Lebensmittelunverträglichkeiten durch Histaminintoleranz bessern kann. Heilerde schätze ich deswegen so sehr, weil sie bei der Entgiftung hilft und einfach völlig natürlich ist. Einige der Studienteilnehmer konnten mit Luwas Heilerde sogar vollständig auf ihre histaminfreie Diät verzichten. Auch Studien bei Reizdarmbeschwerden und Sodbrennen konnten die Wirksamkeit der Heilerde belegen. Der Trend zu naturbelassener, vegetarischer Ernährung mit Bio-Lebensmitteln, Umweltbewusstsein und die Besinnung auf die Natur. Ein gesunder Lebensstil mit Yoga zur Entspannung. All das hätte in das Weltbild von Adolf Just gepasst. Äußerlich werden mit dem Naturheilmittel Akne, Muskel- und Gelenkbeschwerden sowie Entzündungen behandelt. Die zertifizierte Luwas Naturkosmetik ist perfekt auf Gesicht, Körper und Haare abgestimmt. Vegan, dermatologisch getestet, frei von synthetischen Farb-, Duft- und Konservierungsstoffen. Luwas Med mit dem Dreifachwirkprinzip eignet sich ideal zur Pflege bei Neurodermitis. Die mit dem Bio-Siegel ausgezeichnete innovative Bio-Nahrungsergänzung basiert auf Heilerde und rein pflanzlichen Zutaten. Luwas setzt dabei auf die Kraft der ganzen Pflanze. Und auch in Zukunft werden wir dem Motto getreu bleiben, heilende, pflegende und kosmetische Produkte für unsere Kunden zu entwickeln und sie zu begeistern. Wie sagte doch Adolf Just, Heilerde ist das beste Heilmittel der Natur. Luwas Heilerde, Säule der Naturmedizin seit 100 Jahren.